Heute ist in FIFA ein neues Event gestartet, nämlich eine Art Future Star Event, und zwar zur WM. Hier haben also eine Auswahl der besten Talente bei der aktuellen WM so eine Karte bekommen. Und als wir gesehen haben, wer hier als SBC rausgekommen ist, haben wir uns richtig gefreut. Es ist nämlich Frimpong geworden. Die Inform-Karte von ihm haben wir schon richtig viel gezockt. Jetzt bleibt nur noch die Frage, lohnt sich diese SBC überhaupt? Wir schauen wie immer rein. Bevor es losgeht, schon mal eine kleine Bitte. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann lass doch jetzt gerne mal ein Like und auch ein Abo da. So kannst du uns perfekt unterstützen und du verpasst auch keine weiteren Videos mehr. Frimpong spielt für Leverkusen in der Bundesliga. Er hat 3 Sterne Skills und 3 Sterne Weak Foot. Das ist für einen Außenverteidiger völlig in Ordnung, genau wie seine Arbeitsraten mit Hochmittel. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Frimpong kann übrigens noch rechter Außenverteidiger spielen. Richtig stark an dieser Karte ist vor allem sein Tempo. Hier hat er 96, das ist quasi perfekt. Gerade der Antritt ist hier überragend. Dann kann er sogar noch ganz gut passen, vor allem der Flankenwerb mit 91 ist richtig stark. Das Dribbling ist bei ihm auch überragend, er hat 96 Beweglichkeit und 95 Balance. Das ist für einen Außenverteidiger wirklich extrem gut. So hat er ja auch den Accelerate Explosive. Dann kann er jetzt auf dieser Karte auch noch echt ganz gut verteidigen. Bei der Physis ist die Ausdauer überragend, der Stärkewert vielleicht eine kleine Schwachstelle. Ansonsten sind das aber eigentlich perfekte Werte für einen Außenverteidiger. Spannend ist hier auch der Chemistry-Style. Bei so gut wie allen Karten versucht man ja immer noch das Tempo mitzupushen, das ist hier gar nicht notwendig. Deshalb kann man sich hier voll auf die Defense und Physis konzentrieren und deshalb bietet sich ein Sentinel einfach perfekt an. So hat Frimpong wirklich richtig starke Werte. Auch die Liga und Nation eignet sich gut, um Frimpong in ein Team einzubauen. Von Leverkusen gibt es zum Beispiel Hudson-Odoi, falls man den erspielt hat, oder auch Diaby. Aber auch die Niederlande hat nice Karten wie Van Dijk, Gakpo oder Juma und so weiter. Was muss man hier abgeben? Für die SBC brauchst du ein 84er Team und ein 85er Team mit einem Inform. Laut Footbin liegt der Preis hier so bei 100.000. Als Belohnung bekommst du auch noch Packs mit ca. 4 Sätten Goldspielern, was ja auch nicht schlecht ist. Die SBC läuft noch eine Woche. Schauen wir uns mal Alternativen an. Wie gesagt, gibt es schon seine Inform-Karte, die ist mit knapp 20.000 echt ziemlich günstig. Die Karte ist saustark und hat uns in-game wirklich extrem gut gefallen. Die Karte jetzt hat aber vor allem bei der Defense und Physis nochmal ein ordentliches Upgrade bekommen. Dann gibt es Meunier, Rulebreaker für 13.000, der hat an sich ganz gute Werte, in-game sind die aber nicht ganz so gut. Wir fühlen die Karte jetzt auch nicht so sehr. Aus Holland gibt es auf dem RV eigentlich keine wirklich gute Karte. Wir haben jetzt hier immer noch Gertruda rausgesucht als Objectives-Karte. Der ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber eher als Innenverteidiger als Außenverteidiger. Die Community auf Discord tendiert schon relativ klar Richtung machen. 78% gab es hier auf einem Spieler-SBC echt lang nicht mehr. Und auch auf Discord sind die Leute hier ziemlich von der SBC überzeugt. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Wie du vielleicht schon rausgehört hast, sind wir sehr überzeugt von der SBC und haben richtig Bock, die Karte abzuschließen. Der Inform von ihm war schon einer unserer absoluten Lieblings-RVs, wenn nicht überhaupt eine unserer absoluten Lieblingskarten in FIFA. Er hat ein unglaubliches Tempo und die Karte jetzt ist vor allem noch mal besser bei der Defense und Physis. Klar muss man hier ein bisschen was für sein Upgrade abgeben, aber es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wir würden also auf jeden Fall machen sagen. Allerdings, wenn du noch nicht ganz so weit im Spiel bist, nicht so viel SBC-Futter hast und auch nicht wirklich Coins, dann kannst du auch echt gut erstmal den Inform spielen. Der ist wie gesagt auch saustark. Diese SBC ist jetzt keine Karte, für die man alles abgeben sollte und um die man sein Team baut. Wie gesagt, ist das eher für Spieler, die ein bisschen SBC-Futter übrig haben und es jetzt nicht so doll wehtut, wenn man den abschließt. Insgesamt ist das wirklich eine der besten SBCs bisher in FIFA 23. Stimmst du uns zu oder siehst du das anders? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Wir freuen uns noch über ein Like und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Video.